Hallo, meine Lieben. Heute mal aus einer anderen Perspektive. Es soll heute um Trampoline gehen. Was ist die Mehrzahl von Trampolinen? Trampolins? Trampoline? Ich sage jetzt mal Trampoline. Und zwar habe ich heute mein neues Trampolin von Bellicon erhalten. Das ist das schwarz-pinke hier vorne. Und im Vergleich habe ich nochmal hinten mein altes gelassen. Ein ganz herkömmliches, was ihr bestimmt kennt. Mit Stahlfederaufhängung. Ganz normal, was die meisten von euch kennen. Das Bellicon-Trampolin habe ich mir angeschafft, vor allem wegen der Geräuschkulisse, die durch das andere Trampolin hergestellt wird. Es ist nämlich mega laut und deswegen konnte ich das immer nur tagsüber benutzen. Das Bellicon hat eine andere Aufhängung, also die Sprungmatte ist anders befestigt am Stahlrahmen als bei meinem alten Trampolin und zwar mit Seilringen. 36 Stück bei meinem. Das sind so wie Gummibänder für die Haare, aber in groß. Sogenannte Seilringe. Damit wird die Sprungmatte befestigt an dem Stahlrahmen. Dadurch habt ihr ganz anderes Sprungverhalten, ein ganz anderes Sprungverhalten und eine ganz andere Geräuschkulisse. Also es ist sehr, sehr leise. Das zeige ich euch gleich aber noch. Ich könnte jetzt eine Stunde von den Vor- und Nachteilen, eigentlich nur Vorteile von Bellicon reden, aber das können die auf der Internetseite viel besser. Ich mache da jetzt keine Schleichwerbung, sondern ich habe mich da jetzt echt wochenlang mit beschäftigt und wirklich lange überlegt, ob ich mir das Bellicon kaufe, weil es ist echt teuer. Also ich glaube, der Preis ist das, was am allerersten abschreckt. Wenn man sich aber eine Zeit lang damit beschäftigt, dann ja. Habe ich mich dann doch dazu entschieden. Es kostet, also meine Größe hat 405 Euro gekostet. Es ist echt eine Menge Geld, aber ich habe das als Ratenkauf gemacht und dann tut es nicht ganz so doll weh, wenn ihr 50 Euro im Monat bezahlt. Ich denke, wenn ihr in einem Fitnessstudio angemeldet seid und da im Monat 30, 40, 50 Euro bezahlt und die meisten, na nicht die meisten, aber viele von euch werden da wahrscheinlich noch nicht mal hingehen. Ich kenne das zumindest so. Ich war noch nie im Fitnessstudio angemeldet, aber ich höre von vielen, die bezahlen ihren Beitrag und gehen nie hin. Ich finde, wenn man so ein Gerät zu Hause stehen hat, dann benutzt man es doch öfter, als wenn man irgendwo angemeldet ist. Meine Meinung. Zumindest war das auch bei meinem Laufband so. Was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal drauf und zeige euch das so ein bisschen, damit ihr eine Idee bekommt, worum es überhaupt geht. Ich fange mal mit dem Bellyphone an. Und bin mal kurz ruhig. Und wie ihr hört, ist es sehr leise. Vielleicht empfindet ihr das jetzt schon als laut, aber es ist auf jeden Fall kein Geräusch, von dem irgendjemand im Nachbarzimmer aufwachen würde. Und dann gehe ich mal auf mein altes Trampolin. Und das ist so laut. Ich kann darauf gar nicht mehr lange springen, weil ich habe heute Kopfschmerzen und dadurch fühlt sich das an, als wenn mein Kopf gleich explodieren würde, was auf dem Bellicon nicht der Fall ist. Hier auf diesem Federtrampolin werdet ihr so schnell abgedämpft beim Springen, ganz abrupt, fast so, als wenn ihr auf den Boden springt. Ihr könnt auch nicht springen, sondern es sind einfach nur kleine Hopser. Und die Erschütterung im ganzen Körper, wenn ihr eine Frau seid, wisst ihr, was ich meine. Die Schwingungen an bestimmten Körperteilen sind hier auch viel stärker als auf dem Bellycon. Gehen wir wieder hier rüber. Also hier könnt ihr ganz harmonische Schwingen- oder Springübungen machen. Euer Körper wird nicht extrem durchgeschüttelt. Viel schonender für die Gelenke. Man kann nicht einfach nur hüpfen auf dem Bellycon, sondern es gibt ganz viele Workouts, die ihr da machen könnt. Könnt ihr auch bei YouTube mal gucken, auf Deutsch und auf Englisch, damit ihr eine Idee bekommt, weil auf den ersten Blick werden die meisten wahrscheinlich sagen, na toll, da könnt ihr drauf und runter hüpfen. Aber es ist viel mehr, glaubt mir. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. So, von der ersten Stunde, die ich das jetzt habe, bin ich sehr begeistert. Ich glaube, die Investition hat sich gelohnt. Ich werde das jetzt erstmal oft benutzen. Werde vielleicht nochmal ein Video machen, wenn ihr möchtet. Also die Bellicon-Anhänger oder so, oder die sich dafür interessieren, die möchten bestimmt nochmal ein Video haben. Aber ich glaube,
Ich bin sehr davon, nein, nicht sehr davon überzeugt, dass sowieso sehr zufrieden ist. Was ich noch sagen wollte, ich hatte auch bei eBay natürlich geguckt, ob ich mir da ein Bellycon holen könnte. Da gibt es natürlich auch welche von Leuten, für die das doch nichts ist, die ihre verkaufen, aber die gehen so hoch weg vom Preis her, dass sich da kaum was tut. Da spart ihr vielleicht 50 Euro, aber dann habt ihr auch keine Garantie und nichts. Wenn ihr die natürlich bei Bellycon direkt bestellt, habt ihr natürlich auch Garantie auf die Sachen. Deswegen habe ich mich dafür jetzt entschieden, zu guter Letzt, obwohl ich sonst echt ein Pfennigfuchser bin und alles bei eBay hole, aber da bei dieser Sache habe ich es dann doch direkt über Bellycon gemacht. Gut, ich schalte jetzt mal aus. Ich hoffe, ich habe euch was Neues gezeigt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann fragt mich. Und wenn ihr ganz gute, kompetente Antwort haben wollt, geht einfach auf die Seite von Bellycon, da wird das echt gut erklärt. Bis dann, tschüss.